Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ich bin euer Führer. Willkommen zurück. Und hallo, die Dame. Was möchten Sie gerne bestellen? Infos haben Sie da keine. Sie schade. Dann gucken wir mal, haben Sie Monster von uns? Könnten Sie auch uns nicht damit vielleicht zur Hand gehen? Nee, kann ich leider nicht helfen. Tut mir leid. Ich kann Ihnen mal damit helfen, Guten lieber Tag. Ihnen zu pennen. Darf es ein Zimmer sein? Ja, wir übernachten gerne. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Wenn Sie das sagen, der Herr. So, 7 Tage vergangen, seit wir letztes Mal schlafen. Ja, ein bisschen Erfahrungspunkte hier noch, sehr schön. 83 gerade mal, schade. Aber wir haben Level 10 beachtet, nice. Tolle Echtheim freigeschalten. Die Azimekere beim Auswerfen auf große Fische. Okay. Sehr schön. Gutes Foto. Sehr schönes Foto, auf jeden Fall. Speichern wir. Oh, das Foto ist gut. Das ist auch sehr gut, ja. Finde ich auch. Ja, habe ich Wendy's. Ja, der mag ich eigentlich. Der kriegt auch ein Foto. Die mag ich nicht, die ist blöd. Die Geistertasse, oh, das hätte ich schon als Thumbnail benutzen können. Hab ich das mal vorher gesehen? Tja, schade. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Das kann man auch nehmen, komm. Zack. Unser neues Auto, wieder mal. Okay. Ja, wir haben die Schildkröte besiegt. Das ist auf jeden Fall eine Erinnerung wert. Und da freut er sich irgendwie nicht so. Ah, die Grusel-Medusa. Na, die kann ich da ganz gut sehen. Speichern wir mal. Holy shit, das ist eigentlich schon wirklich perfektes Thumbnail für die letzte Folge so. Ah, ich habe sogar als Thumbnail benutzt. Mal schauen. Ich weiß nicht. So, Speichervorgang. Sehr schön. So. Ja, mehr Leben kriegen wir leider nicht mehr, aber ja, was soll's. Atlantis hat uns trotzdem fast vom Leben her eingeholt. Nice. Gut. So, wir haben das schon mal. Dann könnten wir jetzt ein paar Abstecher machen. Würde ich sagen. Ein paar viele Abstecher vielleicht sogar. So. Automatisches Fahren erstmal nach Cap Cayenne bitte. Da gucken wir in den Karotten, weil ich will mir die ganzen Waffen noch holen. Jawohl, dankeschön. Wenn wir die dann haben und nicht verbessern können, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal Ressourcen sammeln gehen. Denn viele sehen wir sicher hier. Bestienklau, viel Macht, Frisse zum Verbessern, ey. Ist ja gar nichts. Hey, Bestienklau, die hat 100% Drop-Chance bei. Malwald, das heißt da. Was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Sobald du Maps hast, bist du auf prompte Speisekarte, kann man so schon sagen, ne? Iris, also Sydney. Selbst die komische. Ja. Die Tasse von Niflheim. Selbst auf die steht er, ja. Wow, ernsthaft? Was ist das denn? Ein Vogel, hä? Was war das bitte? So, Karotten. Hätte ich gerne. Jawohl. 4 Karotten. Was? Heftig viel Sand in meinen Augen. Ja, 4 Stück, her damit. Sehr schön. Und korrekt. Oh, muss ich das holen. Schade. Na gut, dann hier. Gemüse erfreut sich großer Beliebtheit. Ich würde es gerne auch weiter beziehen. Dann gib mir meine Waffe. Ja. Ah, frisch und knackig. Absorberschild. Meine Köche und Gäste werden es lieben. Was müssen wir? Wenn ihr was übrig habt, gebt mir bitte Bescheid. Ich nehme Stachelpanzer. Okay. So, schön. Wir haben immer noch, by the way, wir haben immer noch Aufgabe. Den hier, da brauchen wir Megatron von, ne? Fundstück Gralea. Was heißt Gralea? Frag ich mich gerade ja so. Also war auf jeden Fall hier, ne? In der Basis. Dann müssen wir schauen. Haben wir auf jeden Fall noch nicht. Gut, dann. Stachelpanzer sollten wir eigentlich haben. Dann zum Regalia zurück.
Dann fahren wir jetzt zu der Basis und uns das Teil. Würde ich mal sagen. Automatisches Fahren. Parkplatz, das war hier doch. Hier die Cortez-Platte. Scheiße, das ist nicht direkt hier ausgewählt, so, weißt du. Ich finde es sehr schade. Die würde ich hier noch erobern. So. Ach, in der anderen schon Basis. Ah ne, den Megaton finde ich bei der anderen Basis. Ups, da finde ich den Gravitationsimpulsor bei der Basis. Ups. Hoppala. Habe ich mich schon vertan. Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Naja, ist das die Basis, die wir mit Iris gemacht haben? Mit Iris. Hier gab es auch noch ein paar Viecher in der Wildnis, die ich auch noch kloppen wollte. Eigentlich fällt mir gerade so ein, ne? Die haben wir noch nicht gekloppt. So viel, das machen wollen. So, wo bin ich? Ich muss da hoch, okay. Dann kommen wir her, Chocobo. Chocobo, steig auf! Kleiner. Danke, mein Gott. Angriff auf diese Basis. Nicht so trödeln! Ich mal trödel nicht so. Oh, ich bin in der Sackgasse geraten, Jungs. Rettet mich. Wollte ich sagen, da habe ich schon den Eingang gesehen, ja? Danke. So, hallo. Ich weiß nur einfach hier so reinspitzen kann. Ich hätte jetzt gewonnen, wäre es jetzt schon der Teil gewesen. Sehr cool gewesen. So. Hier räume ich auf. Zack. Na du! Zack. 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 Da war es das schon. Tja. Gehen wir. Ja. Ich glaube, das sind keine Gegner für uns. Weil nicht mit der Klamotte, die wir haben. So, hier ist nix. Oh, schade. Ob es jetzt auch wieder hier in so ein Häuschen liegt? Das weiß ich natürlich nicht. Oder hier in der Halle vielleicht. Wir müssen einfach mal die Augen aufhalten, denke ich mal. Was macht ihr, Jungs? Welche Teil finden heute hier oder nicht? Vielleicht auch hier in der großen Halle. Kann natürlich auch sein, ne? Wir müssen halt alles absuchen. Geht leider nicht. Oh, hi. Jetzt leg ich los. So. Schönste Festhänger. Ich habe gerade 1099 gequittet einfach. Holy shit. Ich habe mir einfach zu Tode gequittet. Schön, dass immer gegen die Tür am läuft. Ist hier was? Am Liegen vielleicht? Ah, hier. Vielleicht? Ne, schade. Alte Dinger können wir auch gebrauchen noch für gewisse Magieverstärkungen. Ne? Das ist ja auch hier unbedingt was, siehst du mal. Äther nur, schade. Da liegt nichts, da ist nichts. Kann ich da rein? Da kann ich rein. Aber da liegt ja vermutlich hier drin. Ich mal so behaupten. Ne, ist doch was zum Lesen. Lesen wir. Forschungsbericht vom 24.10.745. Wir sind im Teleportal auf der Überreste eines. Überreste von einem mutmaßlichen Waffensystem gestoßen. Eventuell ist es gar die Waffe, die Solheimer zur Bekämpfung der Götter bauten. Sie ist schwer beschädigt und viele Teile scheinen zu fehlen. Wir werden das System untersuchen und nach Möglichkeiten wieder instand setzen. Okay, hier finden wir auf jeden Fall schon mal den Hinweis auf die Waffe. Okay. Oh, hier blockt es. Warum läufst du jedes Mal gegen die Tür rein? Das ist nervig. So. Vielleicht haben wir hier unser Glück. Bist du
Okay. Entschuldige, Mann. Hier werden wir auch nicht fündig. Schade. Hier werden wir leider auch nicht fündig. Kann hier so ein Schiff rein eigentlich? Nö, leider nicht. Schade. Hätte ja cool sein können, mal so ein Schiff von innen zu sehen. Werden wir auch noch. So ist jetzt nicht, Leute. Wir werden es noch von innen sehen, so ein Schiff. Aber ich hätte es schon jetzt gerne gesehen. So, bist du vielleicht das, was ich suche? Ne, bist du auch nicht. Wo bist du, Teil, was ich suche? Ich schaffe irgendwie rüberporten. Könnte das sein? Oder es liegt irgendwo drauf? Schwer zu sagen. Da liegt. Ach, guck mal, da siehst du auch noch was. So, so. Kann man es da vielleicht als nächstes um. Ah, hier liegt auch noch was. Kugelsicherer Anzug. Hm. Schade. Ach ja, ich darf ja keine Waffen werfen. Stimmt ja. Hatte ich vergessen. Sie müssen dahin, würde ich vermuten. Da kann man nicht durch. Wie kommen wir da am besten hin? Vielleicht hilft uns die Karte. So, wir wollen in den Bereich hier. Nee. Den Bereich wollen wir. Ach, hier waren wir. Ach, hätte ich einfach in eine andere Richtung abbiegen müssen. Okay. Ich hätte einfach nur in die andere Richtung abbiegen müssen. Lol. Na, passiert. Aber wenigstens die Basis auch komplett hier ist oder fast komplett gemacht, wie auch immer. Ah ja, das Wichtigste ist halt aber die Niefelwaffe da, die wir haben wollen. Ansonsten könnte es der Rest eigentlich egal sein. Ich hätte gerne jetzt mal so ein Warp-Ding. Ich stecke daran, warpen kann, dass ich ein bisschen Meter spare. Aber ist wohl zu viel verlangt. Da haben wir reingeguckt, oder? Ich muss jetzt hier dran rumlaufen, weißt du? Aber ja, haben wir reingeguckt. Gut, wir wollen in die Richtung. In diese Richtung wollen wir. Attacke! So, hier waren wir auch drin, ne? Nein, hier waren wir nicht drin. Magieverstärker, sehr schön. Pass auf, wo du hintrittst. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guck mal. Vorwärts! Na Jungs. Großartig, Kinderlein. Findest du? Was sagt schon der nächste? Zack. Ganz viele Lasersensoren bekommen, okay. Alles klar. Aber hier sind wir auch nicht richtig los. Ernsthaft? Gibt's hier eine Ecke irgendwo vielleicht? Ich will auch mein Teil haben hier, hallo. Gibt's hier hinten irgendwo? Versteckt. Zwischen Kisten und... Oh, hier kommen wir rein, ne? Ja, hier kommen wir rein. Gibt's hier drin? Super Regenerator, das auch nicht, ne? Hä? Oder hab ich es schon aufgehoben und hab's nicht mitbekommen? Nein, Ausrüstung, so. Wie heißt das Ding nochmal, was wir jetzt gerade suchen? Wir suchen. Den Super. Hier, Gravitationspulsator, so, das suchen wir. Nö. Das haben wir von dem Typen bekommen, genau. Nö und nö. Und hier ist empty. Okay, also wir sind noch nicht fündig geworden. Wir sind auch in der richtigen Basis, ne? Schön, dass hier nirgends so steht, was, wo wir uns gerade befinden, obwohl doch da. Anna Claw, Stronghold. Hätten sie ruhig übersetzen können, bin ich der Meinung. Oh, warte, bevor wir jetzt hier rumlaufen und dann am Ende hier nicht geguckt haben. Hier gehen den Turm noch hoch. Diese schwüle Luft.
Ja. Ah, hier gibt's schon noch was. Wäre jetzt das Ding gewesen, hätte ich gelacht. Schade. Lass das, Mann! Was denn? Aber ich hab mir den Fuß gestoßen. Hä, wo könnte das Teil denn noch sein? Ist jetzt die Frage so ein bisschen, ne? Wir haben ja jetzt schon relativ viel von der Karte entdeckt. Ja, gut, hier hinten im hinteren Bereich könnte sie noch sein. Das musste dann sein. Wenn sie im vorderen Bereich hier nirgends ist. Da ist auch noch ein Gebäude. Vielleicht haben wir Glück ins Ziel drin. Hallo? Ist einfach gar nichts drin. Aber die sind so Kisten. Ja. Das ist verdächtig. Eigentlich bei solchen Kisten waren die Waffen immer, ne? Ja. Auch nix. Mann. Das foltert mich das Spiel aber. So, gucken wir mal hier. Hier haben wir auch gekämpft gehabt, ne? Wir gucken jetzt einfach mal alles durch hier. Scheißegal. Muskelstelle. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Weil ich da nackt wäre. So. Da waren wir auch schon drin gewesen, ne? Na, hier waren wir auch schon drin gewesen, auf jeden Fall. Na gut. Karte. Komm, gucken wir noch in das Eck rein hier. Können wir ja sicher gehen, auf jeden Fall. Ja. Gut. Hier war nix. Welche war schon? Das finde ich auch gerade so ein bisschen verdächtig hier, aber leider ist ja auch nichts drauf. Mann. Niefelheimer. Wo habt ihr euer Zeug hingetan? Ich will nur eure Waffe haben. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich doch gar nicht. Aber immer diesen Niefelheimer. Dieses Spiel schnürt förmlich den Hass gegen Niefelheim. Ist auch nix, ne? Wo könnte das Teil noch sein? Auf irgendeinem Turm vielleicht, aber glaube ich nicht. Da ist auch noch ein. Haben wir den ganzen Gebäuden drin? Ich glaube ja nicht, ne? Hier ist auch so eine Kiste. Aber nein, hier ist auch nichts. Wo war ich schon drin gewesen? Ich weiß nicht. Aber in dem waren wir, glaube ich, schon nicht drin gewesen. Deswegen laufen wir jetzt mal da rein. Mit der Hoffnung, fündig zu werden. Ja, komm, gib mir. Ne, schade. Nur ein Chromstück, aber hier waren wir auch nicht gewesen, siehst du mal. Das heißt, auf die Karte hier rum. Hier haben wir es auch abgesucht. Die Ecke da war auch noch nicht abgesucht, theoretisch, aber glaube ich nicht, dass hier einfach so in der Ecke liegt, die Waffe. Wir haben unsere Waffen bis jetzt auch nicht in den Ecken gefunden, von daher. Sollte die schon irgendwo sein. Ja. Bisschen gucken hier irgendwie so, wie man es liegt. Ne? So. Auch nix. Ja, da kann man wahrscheinlich nicht hin. Sieht daran aus, dass einfach so nichts gemacht wurde. Von den Entwicklern. Oh, hi. Schön, dass ich hängen bleibe. Hallo? Ja. Und ach, bumm. So, hier waren wir nicht gewesen. Hilfe, alles explodiert. Alles klar. So, hier könnten wir noch lang theoretisch, oder? Ja, hier waren wir eigentlich auch gewesen, ja. Hier haben uns die Fahrzeuge. Was war das denn gerade? Ja, hier waren wir schon gewesen. Sicher kommt aus Art einen besonders hart errungenen Sieg. Aber hier plötzlich ein Gegner. Ist das lästig?
Erledigt. Sehr schön. Ein bisschen Blitzelement haben wir bekommen. Auch hier scheinen wir nicht weiterzukommen. Aha. Scheint es echt auf der Seite zu sein, weil. Hier haben wir noch zu was, ne? Können wir hier irgendwie durch vielleicht? Nö. Oder können wir hier rein sogar vielleicht? Nö, schade. So ein kleiner extra Dungeon wäre schon cool gewesen, aber. Spiel sagt nur. Jetzt habe ich alles abgesucht, soweit es geht. Jetzt, aber hier geht es auch nicht weiter. Wo kann das Teil denn noch sein? Warte mal, müssen wir Leute schon jetzt auf dem Auf. 66. Ich schau jetzt einfach. Wo das scheiß Teil ist. Kann sein, dass wir jetzt hier durch die ganze Basis gekämpft und das Ding nicht gefunden haben. So, da will ich hin. S7. Es ist dunkel geworden. Wir sollten die Lichter anmachen. Ist es in der Halle? Es soll hier in der Halle sein. Und zwar. Direkt hier neben dem Eingang. Oh lol. Sammelt sich das echt hier drin. Lol. Okay, da haben wir's. Wow, hat sich ja super gelohnt. Meine Güte, das war ja mega schlecht von uns. So, was fehlt uns denn noch so? Die Mortarklinge haben wir doch, die Dreierlanze haben wir auch. Automassung, der Bioblaster fehlt uns noch, genau. Den haben wir jetzt. Den Kakaphon. Den Kakaphon hatten wir auch, ne? Ausrüstung, Noctis, ja, ja. Ja, Kakophon haben wir auch, genau. Der Perfektor hatte der Linksamster, ja, der Prompto, ne? Perfektor, genau. Da fehlt so echt noch der Bioblaster, dann hätten wir alle Waffen. Den Rest, die anderen surfen, müssen wir halt von dem Typen kaufen. Okay, dann haben wir uns die Bioblaster. Seite 45, dann schauen wir mal. Ich will das Teil natürlich haben. Das ist in diesem komischen Labyrinth. Ah! Kann ich zurück zu meinem Regal? Ja. Ja. Hm, okay. Obwohl, hier steht ja Arthur am Bus. Oh, hab ne Tropfen abbekommen. Leichter Niederschlag. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Steht die Autoarmbrust drauf? Die Autoarmbrust haben wir doch. Ne? Noctis, die Autoarmbrust haben wir. Ja, haben wir auch schon Max abgegradet. Das ist irgendwie nicht korrekt. Schon mal bei mir. Bioblaster U5. Bauen wir den U5. Ich muss mal suchen hier. U5 in dem Dungeon. Ja. In dem Dungeon wird er mir hier angezeigt. Auch auf der Karte von denen. Aber auf der Karte von dem Dungeon selber steht er nicht drauf. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Der Bioblaster, wo bist du? Der liegt dir vielleicht davor. Schon wenn ich glaube. Stellen wir noch einen Hinweis hier. Schau mal eben. Nebenaufgaben, Nebenaufgaben. Ne. Aber hier steht nirgends was vom Bioblaster. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja. Irgendwie sehr merkwürdig. Finde ich. Da steht hinten im Verzeichnis immer extra drin, der Bioblaster. Schauen wir mal. Bioblaster 206.
Das ist schon mal eine andere Seite, wo erwähnt wird. So. Ach, vor der. Also doch vor. Oh. Wir müssen also hier hin. Da muss der Tür wie hier liegen. Lol. Wir müssen zur Ortschaft Jägersiedlung. Okay. Dann reisen wir dahin. Machen wir das, versuchen wir das noch eben schnell in der Folge zu machen. Jägersiedler. Zack, jawohl. Und versuchen wir jetzt in der Folge die ganzen Waffen zu holen. Also zumindest, dass es noch geht, ne? Die anderen zwei, die wir halt so mit, weil wir Zeitvergehen machen müssen, müssen wir halt so gucken. Aber wir haben ja nicht so viel Erfahrung gemacht. Wir könnten eigentlich jetzt um wie viel campen gehen, dass wir dann halt noch Ignis hochkriegen und Prompto hochkriegen. Bei Gladio kriegen wir das Kämpfen hoch. Ignis und Prompto kriegen wir eigentlich nur durch Schlafen gehen hoch, beziehungsweise durch Zelten. Bei Zelten gehen kriegen wir halt beide Leute hoch. Zivilisation schläft es sich besser. Nichts gegen Übernachten in der Wildnis. Aber sicherer ist es hier allemal. Stimmt, weil ich meinte, den Bio-Belast hätte ich nämlich das letzte Mal schon gehabt. Also auf der PS4. Also dann? Bin ich für festen Überzeugung eigentlich. Da habe ich wohl einfach noch nicht gut genug umgeguckt. So, wenn wir den haben, könnten wir jetzt auch noch direkt hier noch. Aber gehen wir jetzt in Xit gehen, Sachen abgeben und dann könnten wir theoretisch schlafen gehen. So, bin ich jetzt hier oder? Ja doch, ich muss hier weiter raus, genau. Hi Jungs, der Weg ist so eng, ich kann euch einfach abdrängen die ganze Zeit. Haha. So, schauen wir mal, was jetzt hier so rumläuft. Bin ja mal gespannt. So. Hier scheint gar nichts rumzulaufen. Die Jagdsaison ist. Was war das? Oh doch, da. Na, wie gefällt dir das, Katze? Erledigt. Da scheint jemand Hilfe zu brauchen. Das war auch, ne? Klingt, als würd's dir blenden gehen. Oh, scheint schon irgendwo. Hallo? Wo bist du, Typ, der nach Hilfe geschrien hat? Da ist er. Na du? Alter, geben. Vielen Dank. Bitte. Ha, wir sind unschlagbar. Ach komm, können Sie ein bisschen Erfahrungspunkte? Nice. Alles klar, bitteschön. Und ich glaube, nee, das ist der erste Erzfund. Jawohl. Hier ist der Erzfund. Oh, was für eine hübsche Farbe. Oh, was für eine hübsche Farbe. Und hier? Ist irgendwo der Bio-Blaster liegen? Die Dinger hier nicht genommen schon gehabt? Nein, haben wir nicht. Wow. Das wäre echt der Bio-Blaster hier im Eingang. Ernsthaft? Wow. Was haben wir für einen Zeitauftrag hier? Schwefel aller wann ist die? Oh, gibt's so eine 50 AP. Nice, wow. Bisschen lame, aber gut. Boah, mit der Rüstung hätte ich hier die Kantoren wahrscheinlich alle gewonnen-hittet. Ist halt cool gewesen. Na gut, dann bis sagen, wir gehen zum Auto zurück. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geben wir dann alles ab, was wir da. Oder wir sammeln erst noch alles. Wäre eigentlich besser, wenn wir alles sammeln. Hätten wir die Waffen alle direkt komplett. Aber ich gehe erstmal noch hier Zeug sammeln. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao. Walk alone on your